indeed. Simon Dupree. The big sound. Merken Sie sich bitte den Namen. Sehr wichtig. Wie gesagt, erst seit ein paar Monaten spricht man davon. Und, naja, vielversprechende Karriere stehen Ihnen noch bevor. Unter sich, also sechs Musiker, spielen Sie insgesamt 23 Instrumenten. Wie gesagt, die Zeiten haben sich tatsächlich geändert. Jetzt sind eine ganze Menge Musiker an der Reihe. Nun gut, wir wissen ja, dass eine Szene sich von Woche zu Woche wechselt. Aber der Ursprung für das, was alles unter Beat heutzutage zu finden ist, eben Gospel- und Bluesmusik. Und wir haben jetzt eine echte Vertreterin dieser Musik bei uns heute Abend, sodass Sie einmal zu hören bekommen, was wirklich los ist in dieser Spalte. Darf ich um Applaus bitten für Ernestine Anderson? How are you? Welcome to Beat, Beat, Beat. You got it, all right. Ja, Freunde, Sie wissen wahrscheinlich nicht, aber Ernestine ist seit gut einem Jahrzehnt eine sehr, sehr große Persönlichkeit in den Vereinigten Staaten. Und trotzdem, vor ungefähr 2,5 Jahren, entschloss sie sich, hierüber nach Europa zu kommen. Und wir wollen ja fragen, weshalb und warum. Ernestine, you've had a good name in the States for about, a solid 10 years now, but about 2.5 years ago you came over to Europe. Why? Well, I came over to Europe to record in London for EMI. And there was such a groovy swinging scene going on, I decided to stay. Ja, das ist an für sich ganz einfache Erklärung. Sie sagte, meine Plattenleute sind jetzt in London. Und da das Szene so beweglich ist und so interessant ist, entschloss ich mich hier einfach zu bleiben und es macht viel Spaß. Ernestine, one more question. Ich glaube, das ist auch für uns interessant, Freunde. Was sind eben die Unterschiede für Leute in den Vereinigten Staaten, Europa bzw. England gegenüber? Und vielleicht kann Ernestine das jetzt verraten. What's the difference in working in the States and Great Britain today or Europe? Well, actually, I don't think there is a difference. I think that the scene is, it's happening all over. It's swinging in America, it's swinging in Europe. And as long as it's good, it goes. Ist das aber nicht erfreulich, Freunde? Wirklich erfreuliche Nachricht. Sie meint, seit 18 Monaten, 24 Monaten läuft es überall gleich. Wenn die Künstler und die Lieder gut sind, ist es egal, ob man in den Staaten oder England oder Europa lebt. Wir sind also endlich mal eine gemeinsame, geschlossene Gruppe. Ernestine, thanks very much. What are you going to sing for us tonight? Yeah, I forgot. Shake my hand, baby. What are you going to sing for us tonight? a song called Moanin'. How about that? Crazy. Yeah. We look forward to it. Ernestine Anderson, das Lied heißt Moanin'. Echte, seelevolle Musik der Herkunft, Hersprung für gegenwärtige Beat. Viel Spaß mit Ernestine Anderson.